Ja, hi, wunderschönen guten Nachmittag. So, hier ein uralter Brauch, Chalandamart, Vertreibung des Winters. Ja, da sieht man die Jungs mit ihren Kuhglocken. Damit verjagen sie den Winter, die Mädels in ihren Trachtenkleidern. Und die Rosen, die man vorne am Revers sieht, da hast du natürlich immer so als Junge, hast du das Lieblingsmädchen aus deiner Schule, hast du darum gebeten, magst du bitte meine Freundin sein? Das war so richtig süß. Und ja, manchmal hast du den Korb bekommen und manchmal hast du gesagt, ja, ich mach dir gerne deine Rosen. Und dann durftest du nachher auch entsprechend mit ihr tanzen am Ball, Chalandamartsball. Das war immer ganz, ganz toll. Hier kurze Stärkung. Und jetzt marschieren sie von einem Geschäft zum anderen. In die Glocken kommen Lebensmittel rein, Nüsse und so weiter. Und der Kassierer hinten mit der roten Mütze, der hat eine Kasse dabei. Und dann wird Geld gesammelt für den Ball. Also es ist eigentlich ein sehr, sehr, sehr schöner Brauch hier. In jedem einzelnen Ort findet die Feier statt. So. Okay, hier so ein Gabenkorb. Süß, oder? Große Glocken, kleine Glocken. Und da werden die ganzen Schulklassen sind unterwegs. Die Großen sind die Hirten. Und die Kleinen, ja, laufen einfach mit. Und wenn ich so zurückdenke an meine Zeit, mein Gott, da hast du die ganze Nacht vorher nicht geschlafen. Hast vorher schon nicht geschlafen, ob das Mädchen dich wirklich will. Ob sie bereit ist, ja, dir die Rosen zu machen. Das war dann immer so die ganz, ganz große Frage. Und dann natürlich unterwegs zu sein, Chalandamart. Das war immer so eine Abwechslung nach einem langen Winter. Und ja, so sieht das aus. Ich finde das einfach cool. So, jetzt gehen sie ins nächste Geschäft rein. Dann singen sie auch Chalandamart und bekommen dann da auch Geld. So, von den Rosen hier habe ich gesprochen. So, werfen wir mal einen Blick noch rein hier. Ah, jetzt, da wird gleich gesungen da drin. Der Dirigent ist schon bereit, bin mal gespannt. Auf Rätoromanisch, meine Muttersprache. Singen. Von Ihnen? Na klar. So, und heute ist noch hoher Besuch dabei, meine Mutter. Ja, sagt sie. Alles klar, ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Alles Liebe und ja, bis später. Ciao.